B3 Friedhofgang. Es ist soweit, meine Freunde. Es geht weiter hier in Luigi's Mansion 2 HD. Endlich! Diesmal hält uns nichts davon ab, das Syndra-Tor zu reparieren. Anschließend sollten wir uns in dem erhohlen Baum umschauen. Irgendwie müssen wir bis zum Wipfel hinauf. Na dann, Luigi, ich hoffe, du hast auch alle Windradflügel dabei. Natürlich habe ich die dabei. Oh, was ist das denn? Dieser Schraubenschlüssel ist genau das Richtige, um sie wieder anzuschrauben. Okay. Ein Sechskantschlüssel. Sehr schön. Und nicht vergessen, linksrum lose, rechtsrum rein. Luigi wird das doch wohl wissen, oder nicht? Als Klempner. Gut, gut, also nochmal. Öffne das Tor, betritt den hohlen Baum und finde einen Weg nach oben. Ja, yeah, easy going. Der Gang zur Baumkrone und damit zum Finstermondstück ist irgendwo in dem Baum. Na dann, ich werde von meinem bequemen Sessel aus zusehen, wie du dich schlägst. Wie immer, stimmt's? Also ran an die Buletten. Genau. Los geht's. Aua. Oh, was zum Geier? Wo kommst du denn her? Hallo. Ja, wie komme ich an dir jetzt vorbei? Das ist eine sehr gute Frage, actually. Ich glaube, wir machen das einfach nicht so, aber so. Und dann rennen wir einfach ganz schnell vorbei. Okay, das hat zum Glück funktioniert. Ja, schnapp nur umher, du bekommst nicht. Du bekommst mich nicht. So. Erstmal wieder eine Runde duschen hier. Das ist so geil. Hey, warum ist denn da jetzt ein Spinnennetz beim Baum? Was soll das denn? Ah, weil da plötzlich Goldspinnen im Baum hausen. Luigi, was zum... Hä? Wie konnte ich die denn jetzt 5-mal verfehlen, Alter? Willst du mich verarschen? Ich habe doch 3000 Mal in die Richtung hingeblitzt. Was war das denn gerade für ein Schmutz? Habt ihr es gesehen? Hey, da ist einfach ein Goldgrünling am Rumplanschen. Der hat wohl seinen Spaß, aber nicht mehr lange. Den schnappe ich mir nachher gleich. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich die Piranha-Pflanze weg, denn die blockiert mir auch irgendwie den Eingang in den Innenhof. Erstmal die Pflanzen hier gießen. Ah, guck mal an. Da kommt ja direkt schon das Gegengift für die Pflanze bei rum. So, dann mach mal A und Mahlzeit. Jawohl. Sehr schön. So läuft das. Was hast du für mich? Ein bisschen Geld. Wie schön. Ja, damit. Gut. Dann nichts wie rein da. Pflanze ist weg. Sehr gut. Was machen die denn da? Ihr wollt euch jetzt nicht allen Ernstes auch noch den letzten Windrad-Torflügel klauen, oder? Lass das mal schön bleiben, ihr Halunken. Na, das haben wir schon gespottet. Erstmal flüchten. Ich glaub's ja nicht. Na, warte. Das lässt du schön bleiben, mein Freund. Boah, er hat noch zwei andere Freunde. Oh mein Gott. Schnell. Saug ihn auf. Oh, zack, weg mit dir. Und schnell weg. Okay. Krieg ich die beide auf einmal? Das wäre natürlich cool. Und ja, ich krieg beide auf einmal. Sehr schön. Oh nein! Ah, das... Ja, jetzt hat sich einer losgerissen. Das ist das, was ich in der letzten Folge, glaube ich, mal erwähnt habe. Dass wenn sie sich zu weit auseinanderziehen, dann kann sich einer losreißen. Das ist natürlich belastend. Aber... Oh, kommst du doch nochmal her? Das war ein Fehler von dir. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber fortgeblieben. Die ist jetzt die Geiner. Oh, bloß nicht vom Frosch beißen lassen. Das wäre natürlich übelst belastend, wenn das geschehen würde. So. Gibt es hier irgendwas Neues? Hä? Nichts da? Als ob. Was ist alles in der Welt? Hier vielleicht? Auch nichts? Als ob. Was ist denn hier los? Gut, schnappen wir uns noch schnell den Geldgeist da drin. Einer. Hier geblieben. Ah, komm. Du entwischst mir nicht.
Und tschüss, Mann. Hey, gib mir die Goldbahn. Als ob. Willst mich verarschen? Willst mich verarschen? Ja, und die Geldscheine kriege ich auch nicht, oder was? Was ist das denn hier? Alter. Ey, was ist das denn für ein Betrug? Ich komme da nicht ran. Hä? Habt ihr das schon wieder gesehen? Das ist ja unglaublich, Alter. Erst werde ich draußen bei der Goldspinne um den Goldbahn betrogen und jetzt hier drinnen um noch viel mehr Geld. Alter, was soll das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt hier. Ey, nee. Da muss ich ganz schnell los. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Aber gut, reparieren wir erstmal das Windrad-Tor. Na, so ein Glück, dass der Schlüssel passt. Imagine, der wäre mir nur mal zu klein gewesen. Oh yeah, you did it. Once again. Gut, dann öffnen wir mal das Tor. Yeah. Und rein geht's da in den hohlen Baum. Hallo? Hurra. Da sind wir nun im hohlen Baum. Uiuiuiui. Hier sieht's aber gruselig aus. So, was haben wir da? Noch mehr Goldspinnen, an die ich aber wohl noch nicht rankomme. Okay. Interessant. Mhm. Damit ist auch noch ein Netz, das ich noch nicht entfernen kann, schätze ich mal. Nö. Was haben wir da auf der anderen Seite? Eine Pflanze, die man gießen könnte. Ja, da auf der linken Seite habe ich ja einen Eimer gesehen. Aber das bringt uns wohl fürs Erste noch nichts. Was ist das jetzt hier eigentlich für ein Spiel? Ist immer ein Weg richtig, oder was? Tatsächlich. Hey, na? Hier geblieben. Und tschüss, Mann. So, okay. Weiter geht's. Mehr Lilianen zum Abziehen. Was zum... Nicht ausrutschen, Luigi. Vielleicht kriegt man ja irgendwas dafür, wenn man hier alles abzieht. Was mal alles in der Welt? Na komm, Alter! Lach mich nicht aus, du Schlawiner. Und tschüss! Gut, dann gehen wir eben hier hoch. So, jetzt das ganze Spiel wahrscheinlich nochmal. Hab ich recht? Diesmal hat es gepasst anscheinend. Aber was wäre hier passiert? Nochmal eine Verarsche. Wer hätte es gedacht? Gute Nacht! Yeah. Tipptopp. Und jetzt ist auch Hell hier drin. Sehr gut. So. Ja, und da soll es theoretisch zum Finstermondstück gehen. Also entzünden wir die Lunte mal. Und machen uns den Weg frei. Easy, finde den Gang zur Baumkrone. Ja, dann let's go. Was zum alles in der Welt? Jesus Christ. Haben Sie das gesehen, Professor? Hello? Schreck, lass nach, wo kommt denn plötzlich dieses finstere Tor her? Und dabei ist dies der einzige Weg hinauf zur Baumkronenspitze. Warte, lass mich rasch etwas nachschauen. Aha, ich habe etwas in den Aufzeichnungen zu den Efeutürmen gefunden. Das Tor lässt sich mit einem besonderen Schlüssel aus dem Mausoleum öffnen. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Friedhöfen, Luigi. Alleine im fahlen Mondlicht. Da sind sicherlich keine Geister unterwegs. Nein, nein. Nee, nee, bestimmt nicht. Ich glaub's auch, Professor. Oh Mann. So ein belastender Zufall, ne? So, was machen wir damit? Was hast du vor, Luigi? Da geht's etwas weit hinunter, denkst du nicht? Willst du jetzt im Ernst da runterspringen, à la Bungee-Sprung? Sieht nicht besonders sicher aus.
Aber anscheinend hat es funktioniert. Glück gehabt. Aber unser Klempner wird schon wissen, was er da anstellt. Aber unser Geisterjäger, unser Held. Darf ich diese Kokons ansaugen? Danke. Denn damit sollte ich jetzt theoretisch die Spinnenweben da überall verbrennen können. Und auch die Goldspinnen, weg mit euch. Yeah, her mit dem Goldbaum, sehr gut. Jetzt komme ich hier an den Eimer ran. Was war das denn? Ja, der hat gerade gewebt. Ist da wieder so ein Kokon runtergefallen in dem Fall? Okay. Jetzt kann ich hier mit dem vollen Wassereimer die Blume hier drüben gießen. Schwupps. Was hast du denn Schönes für mich? Ui, einen Juwel. Sehr schön. Was? Ich habe einen verpasst. Was zum alles in der Welt? Jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt gerade. Wo könnte der denn bitte schön gewesen sein? Moment. Lasst mich nochmal kurz raus. Ich habe eine Vermutung. Mir kommt da gerade was in den Sinn. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen. Man könnte ja seit der letzten Mission, glaube ich, oder ging das in der letzten Mission schon? Ich weiß nicht, ob man hier da, man hier links schon rein konnte in der letzten Mission. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Aber seitdem hier das Wasser ja wieder überall fließt. Wo kommst du denn her? Bist anscheinend auch gewachsen, seitdem es hier so prächtig regnet und alles nass ist. Aber das Pflänzchen da unten, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie gießen. Und das geht nur... indem wir nicht das hier aufdrehen, sondern hier die fehlenden Rohre wieder erscheinen lassen. Die irgendein frecher Buhu weggezaubert hat. Jetzt fließt das Wasser nämlich durch die Rohre da nach unten. Und aus diesem Pflänzchen da... entsteht wieder eine Klettenpflanze. Sprachenlernen Bubble. Klettenpflanze, Entschuldigung. Mit der wir dich natürlich umbringen können. Ja. Und dann haben wir hier das fehlende Juwel. Sehr schön. Tipptopp. Kann natürlich sein, dass man das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen wissen sollte, dass man hier dass der Reihenfolge entsprechend nächste Juwel findet. Aber in dem Fall hätte man in der letzten Mission, glaube ich, da links echt nicht reingekonnt, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Naja, sei es drum. Gehen wir erstmal weiter. So, gleich hier den Kokon mitnehmen. Anzünden. Schön in die Luft halten, damit er nicht ausgeht. Und wusch. Sehr schön. Und hier geht's jetzt wohin? Baumwurzeln. Okay. Plötzlich einfach unter der Erde. Interessant. Wo komme ich da hin? Zu noch mehr Wurzeln. Aha. Ne, kommt eine Spinne runter. Kann ich das nochmal ziehen? Ja, kommt noch eine Spinne runter. Nochmal, gib mir mehr Geld. Oh, tatsächlich drei Goldspinnen. Diesmal keine verfehlen, Luigi. Oh, die wollten sich gerade wieder verpissen, ne? Das hier soll wohl fake sein, oder was? Aha. Und was passiert da? Was zum... eine Art Aufzug, oder was? Tatsächlich. Wow, plötzlich landen wir auf dem alten Friedhof und kommen da... episch aus diesem Krähenmaul heraus. Wie krass ist das denn? Hier haben wir direkt mal ein paar Goldbarren unter der Statue. Sehr schön. Hier ist eine gruselige Atmosphäre auf dem Friedhof. Wow, da oben hängt einfach das Sternjuwel an einer Liane. Alles klar. Kein Surpass diesmal, sehr gut. Weg mit der Liane. Weg mit den Raben. Mal.
Grabschändung betreiben hier und die Blumen absaugen. Luigi, du bist echt gemein, ne? Luigi, der Grabschänder. Wer hätte das gedacht? Zack. Vielleicht gibt es ja irgendwas dafür. Man weiß ja nicht. Stand jetzt auf jeden Fall nicht. Und da hinten ist wohl das Mausoleum. Oh mein Gott, wie gruselig. Und da sind wieder mehr dieser Buhu-Büsche. Was haben wir hier sonst noch so? Ein ganz spezielles Grab. Okay. Wie auch immer hier beerdigt ist, muss eine ganz spezielle Person gewesen sein. Hey, mit dem Goldbaum, dankeschön. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, da kommt ein Geldgeist. Wenn man die Lichter auslöscht. Hier geblieben. Und tschüss. Diesmal gehört dein ganzes Geld mir. Und nichts geht verloren. Sehr schön. Was haben wir da? Es geht nach unten. Wieder eine Art Mechanismus oder was? Interessant. Dann wagen wir uns mal nach vor zum gruseligen Mausoleum. Und die Lichter gehen von alleine aus. Das ist auch ziemlich gruselig, wenn ihr mich fragt. Und da vorne gehen sie einfach an. Hallo, ist jemand da? Ist einfach so offen, okay. Was zum... Und hier drin einfach plötzlich wieder normale Musik. Sehr interessant. Und hier sind ganz viele Särge. Mit Herzen, okay. Soll man das irgendwas sagen? Oh, eine Maus. Weg mit dir. Was ist da mit dieser Wand? Kann ich einfach mal einreißen, oder was? Und hau ruck! Was zum... Alles in der Welt? Ein Gemälde mit einem Toad drin? Was macht der denn hier? Das ist eine Vase, okay. Eine Menge Kohle in der Wand. Grabbeilagen. Oder wie man sagt. Was ist da? Könnte da eine zweite Vase sein auf der rechten Seite? Tatsächlich. Was haben wir da Schönes? Oh, den Buhu! Es spukt ein Biberbootsmann in diesem Haus herum. Ein Biber-Butzemann bist du also, ja? Nicht mehr lange, denn gleich landest du in meinem Staubsauger. Pass nur auf, wenn ich dich hier drin herumschleudere wie keine Ahnung was. Wie ein Gummiball. Als ob. Als ob du das echt überlebt hast. Was? Hä? Ich wollte den Tod doch gar nicht rausholen. Hä, der Buhu ist einfach noch da, was zum Geier? Hä, was ist das denn? Hurra, ich bin frei! Luigi? Nanu, was in aller Welt machst du denn hier? Haben wir jetzt wirklich Zeit für das, wenn der Buhu noch rumgeistert? Ach, ist dir auch egal, du bist mein Held. Ja, ist gut, aber ich sollte hier einen gefährlichen Geist aufsaugen. Eigentlich. Ciao. Ciao. Was für Ciao. Und jetzt ruft auch noch der Professor an. Ich glaub's ja nicht. Keine Spur von einem Türschlüssel? Ach, das ist doch zum... Was bitte wie? Moment. Ist das etwa einer meiner Todassistenten? Heilige Pilzpünktchen, wie ist der denn in jenem Geistergemälde gelandet? Ich hatte ihn vor kurzem zur Erkundung der Efeutürme ausgesandt. Wir sollten ihn schnell zum Unterschlupf schaffen. Vielleicht weiß er ja sogar etwas über den Schlüssel, den wir suchen. Leider kann ich euch von... leider kann ich euch nicht beide mit dem Foxleporter befördern. Ah, ich weiß. Bring ihn zum alten Labor des Gärtners. Dort ist eine Wurzelstation. Es ist nicht ganz das neueste Modell, doch zur Not reicht's allemal. Ja. Ich weiß genau, was du meinst, Professor. Alles klar. Wow, aufgepasst. Oh mein Gott. Alter. Der Buhu macht hier Faxen. Ich muss dem schleunigst das Handwerk legen. Wo bist du? Zeig dich. Da bist du. Ein Leben hat er natürlich noch. Ist klar, ne? Ist klar. Weg mit dir, Tod. Alter. Kommst du her? Oh Mann, was war das denn für ein lustiger Zufall, Alter? Sowas ist mir auch noch nie passiert, ne? Ohne Witz. Noch nie ist mir das passiert. So, holen wir mal den Sarg schnell wieder zurück. Auch wenn uns das nichts bringt. Aber ja. Alter, was um alles in der Welt war das? Komm raus mit dir. Lass uns verschwinden von hier.
bringen wir dich nach Hause. Was zum... Alter, wer ist sie denn? Und sie? Hä? Gibt keinen Kommen für uns, oder was? Oh nein, noch eine. Alter, wer seid ihr denn? Die drei hässlichen Schwestern, oder was? Wobei, die Dünne, die gefällt mir irgendwie. Aber du nicht. Ah. Meine Güte. Ja, an diesen Kampf erinnere ich mich. Ich hatte damals heftige Probleme bei dem hier. Und zwar immer eine der drei Schwestern. Wenn sie mich umzingeln, zeigt eine mal ihr Gesicht. Und die anderen, dann kann man sie attackieren. Die eine, die sich mal nicht mehr im Spiegel verdeckt. Ah, verdammt, sie haben mich erwischt. Dann kann man sie attackieren. Und einsaugen. Und die anderen versuchen natürlich, ihr zu helfen. Die Raben, die hin und wieder vorbeifliegen, dienen als Heilung. Immer schön aufpassen und versuchen, so gut es geht, auszuweichen. Ja, aber die Kleinste ist jetzt erstmal weg mit einer vollen Ladung. Sehr schön. Welche will als nächstes? Die Dünne wieder. Sehr gut. Und gute Nacht. Yes, sehr schön. Das läuft doch sehr gut. Da war es nur noch die große Dicke. Komm her. 150 Leben hat sie. Und zack. Yeah. Hier geblieben. Na komm. Ich saug noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und geht schon. Yeah. Sehr schön. Puh, das lief besser als gedacht. Nur einmal einen Hit kassiert. Professor, was sagen Sie dazu? Heiliger Rüschenhut, das waren die drei schönen Schwestern. Schön? Echt? Luigi, du bist soeben echter Geisterprominenz begegnet. Sagenhaft. Das Paraskop ist für eine Sekunde sogar völlig übergeschnappt. Die drei Schwestern sind für gewöhnlich überaus lebenswürdig. Es ist bestürzend, sie so außer sich zu sehen. Jedenfalls gut gemacht. Okay. Geisterprominenz, so so. Wie interessant. Aber ob die jetzt wirklich so schön sind, wie sie aussahen, ist ja fragwürdig. Was ist los mit dir, Toad? Hast du zu Angst, nass zu werden? Meine Güte. Du Weichei. Aber mit dir zusammen komme ich wohl hier runter. Ach, und jetzt landen wir hier unten wieder im Gully. Oder im Kanal, besser gesagt. Gibt's hier unten jetzt irgendwas Neues? Ich höre hier hinten irgendwas rumrumpeln. Da waren ja diese zwei Särge. Diese geheime Gruft war hier. Ja. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Außer jetzt plötzlich eine Menge Cash. Und hier, der Sarg wackelt. Oh ja, yeah, da ist tatsächlich ein Bonusraum. Und es geht um rote Münzen, oh je, die von zwei Piranha-Pflanzen bewacht werden. So, am besten bei der Ansicht am Anfang überlegen, wo man längs rennt, denn es gibt immer einen Weg, der am besten funktioniert. Den ich mir hier direkt ausgesucht habe. Und so ist das Ganze auch kein Problem. Sehr schön. Und die Pflanzen sterben jetzt einfach so von alleine weg, oder was? Alles klar. So, was haben wir da in der Kiste? Es sind ein paar Goldbarren. Sehr schön. Da sage ich doch nicht nein zu. Nice. Gut, Toddy. Dann bringen wir dich mal zur Voxelstation. Haben wir da in der Truhe irgendwas Neues? Da oben war ja mal der Bubu. Jetzt sind da ein paar Goldbarren. Sehr schön. Irgendwas Neues? Ja, auch nochmal eine Menge Kohle. Sehr cool. So, weg mit dem Scheiß hier. Und raus hier. Was war denn das für ein Geräusch? Habt ihr es gehört? Was ist denn alles in der Welt? Geht hier vor sich. So, dann komm mal mit. Jeet. Nice. Und die Pflanze da drin ist plötzlich weg, oder was? Alles klar. Oder ist die unsichtbar? Nee. Und die da ist auch verschwunden. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes? Nein?
Okay, dann schicke ich dich mal nach Hause. Here you go. Tschüss. Bye bye. Wie süß. Ja. Hello. Ganz vortrefflich, mein Lieber. Siehst du, es war doch gar nicht so schlimm auf dem Friedhof. Du hast die drei schönen Schwestern gefangen und den Tod gerettet. Der kleine Wundeproppen ist gerade hier gelandet. Jetzt bist du dran. Okidoki. Oh, yes. I did it. Yeah. Level abgeschlossen. 18 Minuten, 12 gefangene Geister, 25 verlorene Herzen, ja. 1514 Reichtümer und das gibt den goldenen 3-Sterne-Rang. So lobe ich mir das. Gut gemacht, Luigi. Ich wünschte nur, wir hätten den Schlüssel im Mausoleum gefunden. Aber ganz umsonst war dein Einsatz ja nicht. Schauen wir mal, was du mitgebracht hast. Zeig mal her. Juwel, Juwel, Juwel. 9 Geist gefangen. Masse in Wunsen 25 W. 50 W. Und 75 W. Alter. Und den Buh. Und eine Menge Kohle. Yeah. Wir müssen die Schwestern zu ihrer Sicherheit leider vorerst im Speicher verwahren. Aber sobald der Finstermond wieder strahlt, laden sie mich sicher zu einem Tee ein. Ha. Was ist los mit dir, Professor? Was? Habe ich was Falsches gesagt? Der simmt hier herum für diese drei Bitches. Uff, der arme Tod tut mir wirklich leid. Es war gewiss sehr eng in dem Gemälde. Wer weiß, anscheinend nicht mehr, was ihm widerfahren ist. Bei seinem großen Kopf sollte man sich doch Sachen leicht merken können. Jedenfalls war seine Rettung keineswegs bloße verlorene Lebensmühe. Er hat nämlich eine besondere 3D-Aufnahme meines speziellen Sicherheitssystems mitgebracht. Ich brauche nur ein paar Minuten, um sie zu dekodieren. Das klingt aber interessant. Ja, wunderbar. Gut, meine Freunde, dann war's das mit diesem Part und in der nächsten Folge gibt's dann eine Poolparty. Ich bin schon gespannt. Wenn ihr es auch seid, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und verpasst nicht die nächste Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.